Ein guter Freund von mir hat gerade mehr als 50% mit einem Aktienhandel verloren. Trotz, dass er ihn mit einem Stop-Loss abgesichert hatte. Wie ist das möglich? Er hat einen Fehler gemacht, den du einfach vermeiden kannst, wenn du darüber Bescheid weißt. In diesem Video erkläre ich dir, wie das geht. Dieses ist ein echter Fall, der einem alten Freund von mir passiert ist. Er hat mir erlaubt, darüber ein Video zu machen, aber er hat mich gebeten, seinen richtigen Namen nicht zu nennen. Also nennen wir ihn Robert. Robert hatte Aktien von der Firma CureVac gekauft. Vielleicht hast du von denen schon in den vergangenen Monaten einmal gehört. Sie hatten einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt und waren recht optimistisch, dass auch die klinischen Studien einen Erfolg zeigen würden. Nachdem er die Aktien gekauft hatte, wollte Robert seinen Kauf vor möglichen größeren Verlusten schützen und setzte einen sogenannten Stop-Loss bei 75 Euro. Ein Stop-Loss ist im Prinzip etwas Gutes, das helfen soll, genau die Situation zu vermeiden, die Robert nun passiert ist. Du kannst ihn dir vielleicht als eine Art Schleudersitz mit Fallschirm vorstellen. Wenn deine Aktie in Schwierigkeiten gerät und abwärts sinkt, wird dich der Stop-Loss automatisch rausschießen, so dass du nicht mit der Aktie weiter runtergehst. Viele Leute setzen ihren Stop-Loss auf einen bestimmten Prozentsatz unter ihrem Kaufpreis. Wenn die Aktie sich dann unter den Stop-Loss-Wert von zum Beispiel -15 oder -20% bewegt, wird eine automatische Verkaufsorder ausgelöst, sodass der Verlust der Investition begrenzt wird. Am 16. Juni 2021 veröffentlichte CureVac eine Mitteilung und berichtete nach dem Schluss der Börsen über den Covid-19-Impfstoffkandidaten der ersten Generation, dass er eine vorläufige Wirksamkeit von 47% gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades erzielte und erreichte damit nicht die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien. Dieses war signifikant weniger als erwartet. Am 17. Juni erhielt ich eine SMS von Robert. Hey Till, die Aktie von CureVac ist über Nacht massiv gefallen. Ich antwortete, hi Robert, bist du investiert gewesen? Ja, der Stop-Loss wurde ausgelöst. Der Trade erfolgte aber erst heute Morgen zu Handelsbeginn zu 31,40 Euro. 4.000 Euro Verlust. Damit hatte ich keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Meine Frage an dich, ist das korrekt so bei Stop-Loss-Orders? Ich antwortete, leider ja, und erklärte ihm, warum das so ist. Noch schmerzhafter war dann, dass der Aktienkurs nur etwas später am gleichen Tag sich wieder auf ca. 50 Euro erholte. Der Fehler, den Robert gemacht hatte, war nicht, dass er zocken wollte. Ich glaube, er war sich über die Risiken dieser Operation ziemlich bewusst. Der große Fehler war, dass er das falsche Werkzeug benutzt hatte. Man kann einen Nagel auch mit einem Schraubenzieher einhämmern, aber es wird nicht so gut funktionieren und möglicherweise wird auch etwas dabei kaputt gehen. Und entsprechend gibt es auch ein anderes Werkzeug, das für diese Investition besser gepasst hätte. Die Stop-Limit-Order. Ein normaler Stop-Loss wird ausgelöst, wenn der Aktienkurs unter den gesetzten Wert fällt. Wenn der nächste gehandelte Preis nach dem Stop-Loss aber 80% unter dem Stop-Loss ist, wird die Order für 80% weniger ausgeführt. Die Stop-Limit-Order ist etwas anders. Sie löst auch eine Verkaufsorder aus, wenn der Preis unter den gesetzten Wert fällt. Aber du musst auch noch einen Limitwert setzen. Dieser stellt sicher, dass die Order nur dann ausgeführt wird, wenn der Aktienpreis über dem Limit ist. Wenn Robert stattdessen das Stop-Limit-Werkzeug genutzt hätte und zusätzlich zu seinem Stop-Loss von 75 Euro auch noch ein Limit von, sagen wir, 60 Euro gesetzt hätte, wäre die Stop-Limit-Order nicht ausgelöst worden, als der Aktienkurs auf 31,40 Euro gefallen ist. Dabei ist noch wichtig zu beachten, dass das eine Werkzeug nicht unbedingt besser ist als das andere. Eine Stop-Limit-Order ist nicht per se besser als eine reine Stop-Loss-Order. Entscheidend ist, dass man sie für den richtigen Zweck einsetzt. Und das bedeutet, dass du im Vorhinein überlegen solltest, welche Risiken und Situationen mit deiner Investition und mit deinem Unternehmen passieren könnten, die du gerne verhindern willst. Wenn du wissen willst, welche Werkzeuge es noch gibt und wie du diese anwendest, werde ich noch ein Video machen, das dir genau dieses zeigt. Und ich werde einen Link hier oben irgendwo in die Ecke setzen, sobald es fertig ist. Und wenn du wissen willst, wie du Zinseszinsen ganz leicht im Kopf berechnest, solltest du unbedingt dieses Video hier anschauen, in dem ich dir dafür einen super einfachen Trick zeige. Bis zum nächsten Video.